dass es beim Fahren vor allem auf die Gewichtsverteilung ankommt. Wenn du bremst, bewegt sich der Schwerpunkt nach vorn, wenn du beschleunigst, nach hinten und wenn du die Richtung änderst, zur Außenseite des Autos. Eine höhere Last auf jedem Reifen bedeutet mehr Grip. Achte auf eine gleichmäßige Steuerung, um eine abrupte Gewichtsverteilung zu vermeiden. Lass uns da ein Gleichgewicht finden. ich kümmere mich um die Änderungen. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Team für etwa 4 Runden. Sehr gut. Die Reifenabnutzung mehr oder weniger wie erwartet. Abgeschlossen. Fahr diese Runde in die Box, dann können wir die Daten analysieren. Na los! Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1:41,0. diese Zeit nicht verbessern können, sollten wir das Programm wiederholen. Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Räikkönen, Rosberg und Daniel Ricciardo. Die Trainingsbestzeiten stehen fest, aber die Punkte werden natürlich erst beim Rennen vergeben. Wir sind bald wieder mit noch mehr Formel 1 zurück.